In meinem letzten Video habe ich eine kleine Geschichte erzählt. Darum ging es darum, dass viele Muslime religiöse Gegenstände mehr verehren als den Koran. Heute geht es um die Realität hinter dieser Geschichte. Wie ihr alle wisst, kam und kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Angriffen durch Muslime gegenüber anderen Menschen. Nicht nur in Pakistan oder im Jemen, sondern auf der ganzen Welt. Ich rede hier nicht von dem Verhalten einiger dummer Jugendlicher oder von ungebildeten und ungelehrten Menschen. Muslime von unterschiedlicher Kultur, Sprache, Erziehung, Prägung, sozialem Status und Bildung reagierten dabei zum Großteil aggressiv und gewalttätig. Warum sie das taten, ist kein Geheimnis, sondern euch allen wohl bekannt. Der Prophet Mohammed wurde beleidigt oder kritisiert. Es ist doch sehr verwunderlich, dass Muslime die Fassung verlieren, auf die Straße gehen, randalieren, Dinge anzünden, Menschen angreifen. Und das alles nur, weil der Prophet Mohammed beleidigt, kritisiert oder angegriffen wird. Nun, sie sagen, sie lieben ihn. Sie lieben ihn mehr als Vater oder Mutter, mehr als ihre Kinder. Daher sind sie zutiefst verletzt, wenn man Mohammed angreift oder beleidigt. Und hier liegt das Problem der meisten Muslime. Ich habe es nämlich noch nie erlebt, dass Muslime bereit gewesen wären, dasselbe für Allah zu tun. Ich wiederhole. Ich habe es noch nie erlebt oder gehört, dass Muslime auf die Straße gegangen wären wegen Allah, weil er beleidigt worden wäre, weil er angegriffen worden wäre, nichts dergleichen. Ich habe es noch nie erlebt, dass Muslime Allah so verteidigen, wie sie Mohammed verteidigen und so für Allah eifern, wie sie für Mohammed eifern. Und das ist doch sehr verwunderlich, wenn wir im Koran die folgenden Verse lesen. Interessant, nicht wahr? Wir Christen, wir wissen und wir sagen, dass Allah nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Wir wissen und sagen, dass der Koran nicht das Wort des wahrhaftigen Gottes ist. Wir Christen, wir wissen und wir sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und doch sage ich noch nie, wie Muslime deswegen auf die Straße gingen, um Allah zu verteidigen, obgleich sie behaupten, dass sie Allah weit mehr lieben als Mohammed. Die Wahrheit ist sehr einfach. Ihr verteidigt Mohammed mehr als ihr Allah verteidigt. Ihr eifert für Mohammed mehr als für Allah. Euer Herz blutet weit mehr, wenn Mohammed beleidigt wird, als wie wenn Allah beleidigt wird. Euer Zorn entbrennt wesentlich schneller, wenn man sagt, Mohammed war dieses und jenes, als wenn man sagt, Allah ist nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Allah sei nur eine Erfindung von Mohammed und so weiter. Nicht ich, liebe Freunde, nicht ich bin es, der euch verurteilt, sondern Allah. Habt ihr nie im Koran gelesen? Gemäß des Korans und nach den Grundsätzen der Ibadah sind die Mehrheit der Muslime keine Muslime,
sondern Götzendiener. Ihr verehrt Mohammed weit mehr als Allah. Ihr liebt ihn weit mehr als Allah. Es ist völlig gleichgültig, was ihr nun entgegnet, denn eure Taten, eure Handlungen sprechen lauter als eure Worte und verurteilen euch und offenbaren euch als Heuchler. Es gibt nur einen, der eure Herzen zu reinigen vermag. Und das ist nicht Mohammed, das ist nicht Allah. Es ist Jesus, der Christus. Er ist der wahrhaftige Gott.